ja, und zu so einigen, warum und welche Funktion das hat, das muss Herr Jöhl erzählen. Er hat das Ganze gebaut. Ja, in erster Linie ging es mir darum, die Wasserenergie, die hier so schön vom Haus hier längs fließt, zu nutzen. Und da war eben meine Idee, ein Wasserrad zu bauen und um die Mühle wieder mit Leben zu füllen. Und ja, was macht man mit der Energie? Und da war meine Idee, Wasser eben hier hoch zu pumpen. Um, ja. Ja, mit Wasser kann man natürlich Leben stiften. Und vielleicht diese Wiese hier ein bisschen grüner machen. In erster Linie. Ja. So einfach hat es auf dieser Mühle natürlich nicht. Nee. Wir haben, das werden Sie ganz am Ende sehen, wir haben hier hinter, wir sehen also die, die alten Schleusen, Zahnräder, das Wehr war versetzt, also weiter hier. Und der Weinstein ist ursprünglich hier unten drunter lang gelaufen. Das heißt, wo wir jetzt stehen, haben die Erbauer der Mühle überhaupt nie gestanden. Der Weinsteingraben liegt an den folgenden. Er kam dort in, unter die, der Mühle her, kam auf der anderen Seite heraus. Und hier vorne, wenn die also sehen, zum Lager ist, wenn die einmal ans Haus gehen, dann sehen die auf dieser Seite. Merkwürdigerweise Innenwände an der Außenwand. Dort stand nämlich ein großer, die haben das Wintergarten genannt, das war so ein Vorbau, auf Säulen im Wasser. Und das ist der Weinsteingraben nicht etwa dort entlang, sondern noch weiter an der niedrigsten Stelle der Straße in den gegenüberliegenden Teich. Das war einfach. Die Historie ist da wichtig. Ja. So. Ja, aber das nicht. Der Waldbeinnamen läuft ja jetzt hier. Das kommt ja jetzt hier lang. Der ist doch auch weitergegraben worden. Das kommt in den Teich hinein und hinten aus dem Teich heraus. So war das gedacht. Dann hat es gerade mal einen Durchgang und läuft dann in den Mühlenteich. Warum ich das sage? Hier unten drin befinden sich zwei Turbinenräder. Und die Ansätze der Turbinen können Sie mit einer interaktiven Lichtinstallation, da setzen Sie sich nachher mal an den Rechner und bewegen die Maus und klicken Sie auch auf den Rechner, das ist dann alles eingeschaltet, dann verändert sich überall das Licht. Und dann können Sie genau sehen, wo das Ganze kommt, dann können Sie es einstellen und können hingehen und dann können Sie gucken. Ich denke, das wird, ja, hinter diesen Eisenwänden, das ist das Letzte. Wir fangen damit an, wir hören damit auf. So, genau, ich schaue mal auf den Tag auf meine Uhr. Jetzt verlassen wir das schöne Mühlrad. Das Rauschen geht weiter. Wir werden jetzt in Klängen laufen, an der Mühlensuite. Dazu wird der Künstler aber noch Anfang etwas sagen. Und jetzt nochmal Hilda Valentina, meine Tochter. Wollt ihr die Mühlen mit jetzt hören?